Hallo zusammen und willkommen zu Station Nias Let's Play Folge 22. Wir haben letztes Mal da unser Leben gerettet, wieder mal. Wir retten unser Leben jede Folge. Nein, wir haben letztes Mal begonnen. Wir haben ja das Problem mit den Kabeln und die brennen immer durch, vor allem hier auf der Seite. Und wir haben jetzt das Ziel, dass wir hier die Solarzellen mit schweren Kabeln verdrahten bis zur Batterie. Bis dahin mal. Und den Generator natürlich auch. Jetzt wird es gerade dunkel. Jetzt haben die hören auf zu produzieren. Jetzt haben wir Zeit, um die alten Kabel rauszureißen, die neuen Kabel reinzulegen. Und ja, ich hoffe, dass das funktioniert. Gut, sagen wir, let's go, oder? Let's go. Let's go. Wann brauchen wir viel mehr Kabel? Wenn wir gerade am Thema sind, Kabel. Wir brauchen viel mehr Kabel. Schwere Kabel, schwere Kabel. Nein. Schwere Kabel. Ja, Kabelspule schwer. Gut. Dass wir schneller oben sind, nutzen wir den Luxus des Jetpacks. Gut. Okay. Dann reißen wir mal die alten Kabel hier raus. Siehst du, wir kommen da nicht ran. Ich glaube, wir müssen alle rausnehmen. Ich glaube, wir müssen alle rausnehmen. Ja, wir kriegen am Schluss ein ganzes Stack Kabel raus. Scheiße. Nein. Wieder hoch. Ah, die Marsatmosphäre, weil da ja die Anziehungskraft im Mars so knapp ist. Siehst du, da komme ich nicht dran. Aber da müssen wir halt das auch noch demontieren. Hä? Nehmen wir mal die groben Kabel raus. Oh, kein Platz mehr. So. So, so. So, 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 so und so. Gut. Okay. Dann müssen wir das auch noch demontieren. Das und das da hinten. Und die Eisenplatte auch. Und wir kommen immer noch nicht dran. Und das muss man mit dem Winkelschleifer wegnehmen, gell? Genau. Jetzt können wir die auch noch demontieren. Oh, Mist. Okay, gut. Schauen wir mal unten, wie es steht mit der Produktion der Kabel. Oh, geil. So. Wir haben 50 ausgebaut und wir haben erst 20. Wir brauchen eh noch viel mehr. Gut. Wir werden gerade mal Gas geben und mal die Hälfte anschließen. Weil wir wollen da, auch wenn wir dann zu spät sind für alle, aber wenigstens haben wir dann, wenigstens haben wir dann ein paar Kabel montiert. So. Genau. 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 Jetzt haben wir keine Kabel mehr. Aha. Wir hätten noch 2 Minuten da gehabt. Macht nichts. Ja, es hat noch genug Zeugs. Wir kriegen schon noch ein paar Kabel daraus. Ich hoffe einfach, dass die Stromzelle hinhaut, bis wir da durch sind. Gut. 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 Dann habe ich ja hier das Glas. Möchte ich wieder montieren. So, gut. Hier hinten muss es ja dann auch noch weg. Aber jetzt machen wir gerade primär
Hier unten fertig. Hä? Wir kommen ja hier rein mit der Leitung. Krasses hier. Ich sehe gerade, da müssen wir so oder so demontieren. So. Und das hier. So, jetzt kommen wir nämlich da auch rein. So. Die lassen wir mal weg. Gut. Und jetzt die schweren Kabel. Und zwar gerade runter. Ja, genau so. Eins, zwei, drei. Gut, wunderbar. Jetzt haben wir schon mal die erste Reihe angeschlossen. Das ist schon mal gut. Wir brauchen wieder Jetpack, nicht schöner. So, aber wir haben, ich glaube, mehr als genug Treibstoff im Moment. Jetzt ist er durch. Boah, gerade Angst gehabt, der macht einen Lärm. Ich dachte jetzt schon, ein Sturm kommt. So, wir düsen schnell hoch. Ah. Ja, jetzt habe ich wieder versagt, hä? So. So. Der muss so sein, natürlich. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Wunderbar, gut. Wow, mit dem letzten Kabel. Aber es fehlt eh noch einiges. Gut, wir müssen noch mehr Kabel haben. Da wissen wir jetzt, was wir brauchen, ist. Nein. Gold. Haben wir noch Gold? 3 Gramm. Aber wir haben noch, zum Glück. Ganz so. Nein, wieder! So ganz so der Moment im Geiste so, nein, wieder fahren. Nein, schon wieder. Wir brauchen auch unbedingt so ein Auto, meiner. So. Gut, wir brauchen jetzt die Wände. Wir lassen gerade das Deckkabel hier. Und wir brauchen noch mehr Wände. Genau. Und dann die Eisenplatten. Ja, da hat es noch mehr. Ich habe wieder ein Inventarschaos. Nicht schöner als das. Und da brauchen wir dann nachher noch Glasplatten. He? Gut, ich würde sagen, das reicht mal. He? 6 Stück. Ja, reicht höchstwahrscheinlich nicht. Aber wir zählen nachher, was denn noch fehlt. So. Gut, jetzt sind wenigstens mal alle dran. Hä? Jetzt müssen wir den noch demontieren. Da brauchen wir das Brecheisen, oder? Die lassen wir mal hier. Und hier brauchen wir die Flex. Nein. Weil wir sonst an das Kabel nicht dran kommen. Wunderbar. So, und dann nehmen wir die Kabel. Nein, nein, so. So, da brauchen wir 1, 2, 3 Stück. 3 Kabel brauchen wir noch. Die machen wir natürlich. Ui, ui, ui. Gut, hat so wenig Schwerkraft. Ja, Kabelspule, richtig. Jetzt habe ich schon gedacht, ich hätte mich verklickt. Immer kurz schauen. Wer zu. Und jetzt geht noch Kupfer aus. Ich krieg die Krise, echt, Mann.
Wir haben kein Kupfer. Hat hier den Kupfer. Mein Gott. Nein. Hat hier den Kupfer. Nein. Hat hier den Kupfer. Ja. 40 Gramm Kupfer. Hier ist das Strom. Schnell wieder verräumen. Das ist etwas. Da müssen wir dann mal auch sturmsicher halten hier den Raum. So. Puh, wir kratzen jede kleine Ressource zusammen, die wir besitzen. Hä? Das ist schon mühsam. Gut, danke. Ausschalten. Strom sparen. Strom sparen. Strom sparen. Strom sparen. So. Chatback müssen wir im Moment nicht sparen. Gut. Dann 1, 2, 3. Super. Jetzt hoffe ich, dass jetzt genug Power da ist für die Versorgung der Batterie. Und die ist ja jetzt hier keinem Stromnetz. Doch, hier geht es ja runter, oder? Ja. Hier ist sie dran am Rest des Stromnetzes. Gut. Das sollte eigentlich mal funktionieren. Jetzt müssen wir hoch. Chatback. Und jetzt machen wir gerade die Wände wieder ready, hä? Das, was wir vorweg gemacht haben, falls der nächste Sturm kommt, dass wir nicht ins Unglück stürzen. Und hier wollen wir dann, machen wir gerade, wenn wir gerade dran sind. So, da brauchen wir dann Plattform. Gut, und da noch. Und die. Decke. Sieh mal so, Minecraft hat eine ganz andere. Also das ist auch eine geile. Also Minecraft ist ja so, dass man immer den Block anvisieren muss, wo man was hin, also an die Kante hin. Und hier muss man sozusagen den Raumpunkt anvisieren. Darum kann man einfach random mitten im Raum etwas platzieren. Und das ist eigentlich auch eine ganz geile Mechanik. Schauen wir mal, wie viel das wir von den Eisenplatten noch haben. Wir machen einfach mal hier so zu. Jetzt ist auch besser, jetzt können wir wenigstens mal die Fitness der Solarzellen aktiv begutachten, falls wieder was ist. Vier, fünf. Jetzt haben wir keine mehr. Und jetzt noch das Glas. Gut. Ja, yeah, perfekt. Die Linien sind richtig angeordnet. Wir nehmen mal die, wo näher sind an den Modulen. Machen wir zu. Ey, nicht runterfallen. Da müssen wir doch noch was machen. Da müssen wir doch noch was machen. So. Ich habe gesehen, es gibt so Wandplatten. Power Low? Schon wieder duschen? Ah, bin ich. Muss ich doch meinen Kopf länger drunter halten, dass es hinhält. Weil ich war ja. Ich habe ja nur so eine Minisekunde. Zück, zück. So. Gut. Okay. Da ist natürlich vieles jetzt nicht angeschlossen, vor allem der ist noch nicht angeschlossen. Aber jetzt die sieht mal endlich mal besser aus, wie auch schon, hä? So, Batterie wechseln, gut. Die sieht wenigstens mal endlich besser aus. Den Kasten, mit dem will ich was anderes machen. Das will ich noch wegnehmen. Komm schon, Baby. Von außen. Ja, anscheinend. So. Den Kasten will ich bei den Türen einsetzen, weil wir sind jetzt schon des Öfteren kein Strom mehr. Tür geht nicht. Voll dumm.
Und die auch. Wir haben ja zwei Kästen. Eine ist hier drin und eine ist da. Und die zwei Kästen wollen wir eigentlich jetzt dazu verwenden, die Türen zu richtig handeln. Ein Handbohrer demontiere ich. Gut, einer wäre hier. Jetzt müssen wir eh rein. Luft raus. Gut. Hier rein. Wunderbar. Und das wäre der andere. Und den wollen wir auch draußen haben. Siehst du, die Batterie ist so oder so auf Null. Hatte eh nichts mehr gebracht. Dann können wir die Kabel gerade auch noch demontieren. So. Da müssen wir dann nachher noch schauen. Jetzt ist so. Die will ich in der Tür drin haben. Gut. Und das ist ein Thema für nächstes Mal. So. Jetzt werden wir bei den zwei Schleusen diese zwei Akkuteile reinmontieren, damit die immer Strom haben. Das heißt, alles, was Schleusenstrom ist, muss dann von der einen Seite bedient werden und die Zufuhr muss von der anderen Seite sein. Sonst funktioniert die Geschichte nicht. Und wir müssen dann den Rest des Gedöns trennen von der ganzen Geschichte. Aber ich habe schon eine Ahnung, wie ich das mache. Ich habe eine gute Ahnung. So, gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. So, Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.